Jena Parkett, Teppich und Bodenbelagsmarken. Eure Qualitätsböden jetzt neu am Längfeldweg in Biel. Guten Abend, herzlich willkommen beim Talk. Mein heutiger Gast ist gebürtiger Grenchner, in Lengnau aufgewachsen, hat viele Jahre in der Journalistenkarriere gestartet, hat bei Kanal 3 gearbeitet und ist jetzt seit 20 Jahren Moderator beim Schweizer Fernsehen. Bestes bekanntes Sportgesicht, das ist der Sascha Rufer. Guten Abend, Sascha Rufer. Guten Abend, Roland. Wir duzen uns, Sascha, wir kennen uns seit manchem Jahr, darum duzen wir uns hier ausnahmsweise. Sascha hat es gerade gesagt, seit 20 Jahren beim SRF, heute sagt man im SRF, als Moderator jetzt tätig. Bekanntestes Gesicht möglicherweise, seit er das dort Nazi-Spiel natürlich kommentierst im Fußball, macht es immer noch gleich viel Spass. Es macht immer noch genau gleich viel Spass wie am ersten Tag. Und darum haltet man es auch 20 Jahre immer am gleichen Ort aus. Ja. Die seid ja, also du bist, es gesagt, du bist manches Jahr da dabei. Bist auch so ein bisschen nicht nur bekannt worden, sondern hast ja durch dein freches Mauwerk, auch manchmal auch ein bisschen ein nonchalantes Mauwerk, hast eine Art Status bekommen im Schweizer Fernsehen. Bist du wirklich so nonchalant, wie man dir manchmal gehört oder wie du manchmal bist? Ich bin einfach so, wie ich bin und ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich glaube, das könntest du nicht verändern am Fernsehen. Sonst müsste ich Schauspieler und das würde der Zuschauer merken. Also einfach formuliert, ja, ich bin halt einfach der Rufer. Ja, aber der Rufer ist anders als die anderen. Oder der Dani Kern ist ganz anders. Das ist noch so ein bisschen altes Holz, das man da so ein bisschen hat im Schweizer Fernsehen. Sicher solid. Aber der Rufer, der macht manchmal eine Demarsche mehr, wie wir hier sagen. Der Rufer wagt sich auch etwas mehr. Er ist auch gut vorbereitet. Man weiss so viel, wenn man den Rufer hört. Der Rufer ist schon direkter. Er ist vielleicht darum direkter, weil er sich vorbereiten kann. Das ist möglich. Allerdings ist es das Empfinden. Also, es gibt Leute, die finden, der Rufer, den finden wir top. Und andere finden nach wie vor, der Rufer, das ist der Schwächste, der man läuft. Und das sagt man bei jedem Kommentator. Und das macht es letztendlich auch ein bisschen aus. Ob man eigen ist, das entscheidet letztendlich der Zuschauer. Wie viel Umstrittenheit muss man haben oder erleben als Moderator, damit man vielleicht eine bessere Quote hat? Ja, ich glaube nicht, dass man ans Werk geht, mit der Absicht, eine Quote zu holen. Aber mir selber hat geholfen, dass man eben am Anfang sehr umstritten war. Du gehst ans Werk an und willst in erster Linie brillieren. Und dann merkst du, oder musst merken, dass nicht alle gut finden, was du sagst und was du machst. Die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit, die Auseinandersetzung letztendlich aber auch intern natürlich, die hat dazu geführt, dass man letztlich zu dem geworden ist, wo man jetzt ist. Also die letzten 20 Jahre hat geholfen, dass jetzt der dabei, wo ich jetzt stehe. Die Freiraum ist ja so etwas, oder? Jetzt bei SRF. Wie gut und wie viel kannst du Freiraum genießen, aber wie viel Freiraum bekommst du? Ja, das ist eine spezielle Geschichte. Man muss sich vorstellen, dass das, was ein Kommentator, ein Moderator, ein Mitarbeiter von SRF sagt am Sender, hat natürlich ganz ein anderes Gewicht als bei einem lokalen Fernsehen oder bei einem kleineren Medium. Entsprechend muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die Leitplanken nicht allzu fest dient. Ich habe das Glück, dass meine Vorgesetzten, meine Chefs, das Fernsehen allgemein mir eine Art, meiner Jungen vielleicht sehr wohlwollend entgegentreten ist, dass man mich auch hat machen lassen, dass man mich hat werken lassen. Aber die Leitplanken, die sind gesetzt und wenn du dort reinfährst, tut es dir weh. Wie tut es weh? Was tut er genau, wenn? Wie drei fährst beispielsweise? Ja, wenn ich sage, der Schnabel ist mir, oder ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann muss man das ein relativieren. Man würde vielleicht, wenn man salopp durchs Leben geht, das ein oder andere Wort brauchen, das im Fernsehen nicht funktioniert, wo nicht geht in dieser Art. Also da musst du schon gleich auch ein bisschen gewisshaft werden. Du musst dir auch sehr stark überlegen, was du sagst, wie du es sagst, in welcher Art du das sagst, weil halt einfach dein Wort, das du im Fernsehen redest, Gewicht hat. Das ist absolut so. Das ist abgesehen davon auch bei uns so. Ich kann nicht irgendetwas sagen. Vielleicht habe ich die Fernsehhörer hier, die weniger schnell kommen als bei euch. Anders ist ja auch, du machst Live-Sendungen, oder? Ein Nazi-Match, ein WM-Match, du bist live dabei. Du bist auch Fan. Du bist auch ein gelebter Fußballfan in dem Sinn. Du lebst den Fußball seit vielen Jahren, auch ganz spezifisch den Fußballsport generell. Aber dort passiert ja schneller mal etwas, wo man sich vielleicht mit Emotionen, mit Leidenschaft vortragen lässt. Das stimmt. Man ist natürlich Fan. Ja, gern, wenn die Schweizer Fußballnationalmannschaft gewinnt. Ja, gern, wenn sie gut spielt. Aber ich bin gleichzeitig nicht der Pressesprecher und der Marketingchef vom Schweizerischen Fußballverband. Demzufolge darf ich auch sehr kritisch sein, was das angeht, auf dem Platz abgeht. Ich habe von daheim aus ein gutes Elternhaus mitbekommen. Das heisst, ich weiss, wie ich mich ausdrücken darf, dass es anständig wirkt. Und darum ist das, was ich sage, auch in der Kritik hinein, nie an Person denkt, sondern es ist eher allgemein angehalten. 20 Jahre Sport, 20 Jahre als Moderator, aber interessanterweise hat man den
so das Flaggschiff vom Sport, das SRF. Das Flaggschiff ist ja Sportpanorama am Sonntagabend. Oder? Eine riesige Quote, die ganze Schweiz in den Jahrzehnten ist am Sport am Sonntagabend. Diese Sendung hast du interessanterweise noch nie bekommen zu moderieren. Die ist fest so ein bisschen gesehen, Turnherr, Hüppi, Billetter. Jetzt mit dem Turnherr seiner Pensionierung. Steigen Chancen? Nein, es gibt mehrere Gründe für das. Also das Fernsehen ist ja kein Wunschkonzert, muss man wissen. Es sind Leute, die entscheiden, wo setzt man jemanden ein. Bei mir ist es so, dass ich sehr viel Fußball mache, dass ich sehr viel Live-Geschichten mache und darum am Wochenende mehrheitlich eigentlich draussen auf den Plätzen ist. Das wird mir als Stärke attestiert. Und darum ist es auch nicht möglich, dass man für alle Sachen in Frage kommt. Zudem ist es so, dass Sportpanorama wird von so guten Leuten moderiert und präsentiert. Da habe ich nicht einmal Anspruch darauf. Nicht einmal Anspruch? Nein. Ganz ehrlich nicht? Nein, ich habe festgestellt, ich bin echt viel lieber draußen, ich bin viel lieber an einem Fußballmatch, ich bin viel lieber dort, wo es passiert, oder an einem Live-Event, du berichtest von dort aus, als aus dem Studio. Natürlich ist es schön, das Sportpanorama dürfen zu moderieren, aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mit dem Chef klopfe und sage, Chef, darf ich endlich das Sportpanorama? Ich werde das Flaggschiff moderieren. Ja, weil ich denke, mein Job ist schon so ausgefüllt, dass ich auf das kann verzichten kann, auch auf einen Anspruch kann verzichten, dass ich das will. Dafür ist Schlagershows bereits präsentiert, grosse Unterhaltungskisten bereits, in dem Sinne auf der Schlagerebene. Also, eigentlich auch mit dem Mauer. Du bist sehr eloquent, oder? Du bist breit, bist vielseitig begabt und sehr interessiert an vielseitig. Wärst du eigentlich prädestiniert, eine grosse Unterhaltungskiste zu moderieren? Wann kommt so eine Kiste? Ja, die Unterhaltungskisten bereits dürfen machen, mit der Star nach beispielsweise, ja, oder mit dem Grand Prix der Volksmusik. Also mit grossen Sachen. Eine Samstagabendkiste oder so? Ja, aber das sind die Erfahrungen, die man dort hat. Natürlich ist es schön, am Samstag oben etwas dürfen zu moderieren, aber schon schön, Sport aktuell dürfen zu präsentieren. Ich glaube, wir, die die Sendungen machen, wir haben das Leistungsdenken gar nicht, dass einer nur gut ist und wirklich und top ist, wenn er jetzt eine Samstagabendkiste könnte moderieren. Das haben wir nicht. Ich habe es dürfen machen bereits, das ist ein Privileg, hat nicht mehr dürfen. Und das reicht für mich, das ist okay. Wenn es so eine Sendung gäbe, oder? Dann machen wir Hypothese. Reine Hypothese. Du hast Carte Blanche, die Fernsehoper, Christoph Gebel, oder? Unterhaltungschef, Abteilung Unterhaltung, nicht Information, würde sagen, Sascha, du kannst dir deine eigene Sendung zusammenschneiden. Und kannst sie machen. Wie sieht sie aus? Da kann ich diplomatisch antworten, das ist gar nicht so schlecht. Der Christoph Gebel ist der, der die Sendungen konzipiert hat. Das ist ein super Team, das rauskommt. Und das läuft beim Fernsehen so, dass du nicht kommst. Du sagst, Chef, schau jetzt mal, ich bin da und ich möchte gerne die und die Sendung machen. Sieht aus, wie wird denn das, nur ein bisschen anders. Das funktioniert beim Fernsehen so definitiv nicht. Es gibt zuerst ein Konzept. Bei diesem Konzept schaut man nachher, welcher Moderator könnte das am besten präsentieren. Darum habe ich diesbezüglich vollstes Vertrauen, wenn das Fernsehen das Gefühl hat, es ist eine Sendung da, wo der Ruf dazu passt, dann bin ich sicher, wird man sich bei mir melden. Und sonst warten wir. Gut. Wechseln wir weg vom SRF, von der Moderationstätigkeit, zum sportspezifisch hier in der Region. Uhrencup, manches Jahr federführend, auch für den Uhrencup. Namensrecht hast du gesichert am Uhrencup. Diesen Freitag in Biel, eine Art Uhrencup, ist nicht genau, muss es vielleicht kurz präzisieren, wo du aber nach wie vor mit hast geholfen. Nein, grundsätzlich bin ich mal froh, dass die Marke, der Event Uhrencup in unserer Region, Grenchen, Biel, Seeland, in dieser wunderbaren Uhrenregion weiter stattfinden kann. Dass sich Leute aufgerafft haben, sagen, doch, wir möchten das anpacken. Jetzt findet es zu Biel statt, das ist eine super Geschichte. 2015 ist für alle Beteiligten ein Testjahr. Das Stadion ist komplett neu, viele Abläufe funktionieren dort noch nicht, was völlig logisch ist. Die Verantwortlichkeiten sind noch nicht genau geregelt. Die Uhrencup und die neuen Macher müssen sich auch zuerst finden. Also darum ist das eine Art Testobjekt. Und wir hoffen, dass wir dort Erkenntnis finden für das, was 2016 kommt, nämlich der richtige Uhrencup. Wo der wiederum in der Tissot Arena stattfindet? Wo wiederum in der Tissot Arena soll stattfinden. Ich würde das nicht so absolut aufteilen, dass man sagt, er hat in Grenchen stattgefunden, das ist passé, jetzt ist nur noch Biel. Es gibt so Visionen, dass man sagt, warum nicht beiden Orten? Warum nicht auch wieder einmal zurück auf das Grenchen? Das mag durchaus sein. Aber 2016 findet, weil die Infrastruktur hier in Biel halt einfach top ist, sicher in Biel statt. Namensrecht ist nach wie vor. Verdienst noch ein bisschen mit, wenn der Uhrencup natürlich auch noch weiterfährt. Ja, das ist immer so mit dem Geld, oder? Das ist immer so eine Sache mit dem Geld. Das ist eine unternehmerische Idee, oder? Nein, das ist eine unternehmerische Idee, aber die unternehmerische Idee, die hat mich an und für sich nie geprägt und nie gezogen. Wir haben im Uhrencup nicht Geld verdient. Das war gar nicht möglich gewesen. Wir haben das Geld investiert in Mannschaften. Wo wir am Anfang Salzburg, Bregenz hatten, haben gesagt, irgendwann möchten wir etwas Grosses. Und darum sind andere Mannschaften dazugekommen. Okay, ganz zum Schluss, ganz kurz, Stichwort Tissot Arena, Fußball- und Hockeystadion. Du hast beides schon gesehen. Ein kurzes Statement. Saubere Geschichte. Das Fußballstadion ist top. In der Größe funktioniert es absolut. Die Nähe ist da. Und das Eishockey-Stadion habe ich jetzt viermal gesehen. Für mich ist die schönste Eishockey-Arena, die ich je gesehen habe. Top. Wunderbar. Die werden alle Freude haben, uns hier zuhören. Und dort in Norwegen. Und ganz zum Schluss der FC Biel. Zweiter Platz im Moment. Könnte erst sein, wenn man den ersten Match nicht verloren hat in den letzten Minuten. Gegen Lausanne.
Was sagst du dazu? Ich bin überrascht, wie gut es dem FC Biel geht. Der FC Biel ist de facto eigentlich abgestiegen. Er hat gewusst, er hat einige Fehler gemacht, ist am Aufarbeiten und jetzt ist er sportlich plötzlich top. Ich finde, der FC Biel soll das geniessen. Potenzial ist definitiv da, mit dem Rückenwind vom Stadion sowieso. Aber Hang auf und Finger auf, mahnen. Es gilt auch das, was letztes Jahr falsch war, aufzuarbeiten, damit man die gleichen Fehler nicht nur einmal macht. Und wenn man das ausmerzen kann, wird der FC Biel ein sehr guter Challenge League-Verein. Seid der Fußballkenner par excellence Sascha Rufer. Herzlichen Dank, Sascha, für den Besuch für heute bei uns im Studio. Herzlichen Dank für die Ausführungen. Und weiterhin viel Spass, wie du gesagt hast, beim SRF. Und für die nächsten 20 Jahre natürlich viel Elan und Leidenschaft. Danke herzlich. Voilà, das war es mit Sascha Rufer vom SRF, der in Biel diese Tage ein bisschen zu tun hat und in der Region. Darum war er auch hier. Schön, seid ihr dabei gewesen. Schön, seid ihr auch immer wieder dabei. Merci für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz eine gute Zeit. Jena Parkett, Teppich und Bodenbelagsmarke. Eure Qualitätsböden jetzt neu am Längfeldweg in Biel.